Mama. Mama. Papa. Papa. Apfel. Apfel. Banane. Banane. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich habe euch ja versprochen, heute gibt es einen neuen Vlog und zwar nämlich eine Abendroutine von uns. Ich bin jetzt gerade bis jetzt im Büro gewesen, habe ein bisschen Reels noch geschnitten und ein neues YouTube-Video. Das kommt übrigens am Sonntag online, da geht es wieder um Mindset und ein bisschen Kerzen gemacht. Ich kann es nicht anders sagen, es ist einfach ein neues Hobby und ich liebe es total. Ich liebe es einfach total. Jetzt... Das ist alles so eng. Wir haben ja so Billy-Regale dahingestellt. Wir haben ja diesen Riesenraum, was übrigens damals unser Schlafzimmer war. Dann war es Mileys Zimmer. Jetzt sind es unsere Büroräume. Also Karim hat seinen Bereich hier vorne. Und ich habe meins halt hinter diesen Billy-Regalen. Und ja, ist ein bisschen eng, wenn man da auch noch was hinstellt. Aber naja. Ich gehe jetzt einmal in die Küche und werde das Essen warm machen. Luna hat nämlich schon Hunger, ne, Schatzi? Ja, wir machen Mama. Wir machen Mamam heute. Es brennt an. Es gibt restliches Gulasch mit Nudeln. Das habe ich gestern gekocht. Frisch. Das gab es gestern für Karin und mich. Und heute essen die Mädels den Rest. Beziehungsweise nicht Mädels, nur Juna und Savio, weil Miley schläft heute bei unserer Fahrerin. Ich muss mal ganz kurz mein Stativ suchen. Ich weiß nicht, wo deine Maske ist. Das habe keine Ahnung. Guck mal in der Küche bitte, ob sie da liegt. Ah, schön. Also ich habe sie irgendwo gesehen, aber ich weiß jetzt auch nicht wo. Und ich muss mich auch ein bisschen konzentrieren, weil ich nicht möchte, dass es hier anbrennt. Ist ein bisschen hoch hier. Wir haben ja eine Nanny und ich habe ja noch eine Fahrerin, die auch ein bisschen beim Partnerprogramm mitarbeitet. Also sie macht so beides, sie wohnt nämlich in der Nähe. Und die Miley möchte spontan, weil sie hat auch Nachhilfe gegeben. Es ist so ein bisschen auch Mädchen für alles. Auf jeden Fall hat sie Nachhilfe gegeben. Und die Miley hat gesagt, sie möchte da gerne übernachten, weil sie gerade hier wirklich in der Nähe wohnt. Haben wir gesagt, okay, kein Ding. Und da hat's geklingelt. Mama hat sich Burger bestellt. Burger bestellt, vegetarische. Hallo. Hallo. Das ist auch eine kleine Macke. Vegetarische Burger für die Mama. Juna? Ja? Du musst definitiv noch baden gehen. Ich kann, das habe ich schon gesagt. Hast du gesagt oder ich? Du musst noch deine Haare heute waschen. Das nenne ich mal einen geilen vegetarischen Burger. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber ich finde vegetarische Burger besser als richtige. Sie fühlt sich auch nicht so schwer im Magen an. Es ist voll gut. Juna! Mama. Essen! Wie viel? Wir haben es alle lieb. Guten Appetit! Kaka-Langfall! Ich dachte, die Kaka-Phase ist bald vorbei. Anscheinend nicht. Badewasser einlassen? Jetzt auch noch baden. Wir müssen deine Haare heute waschen. Ja. Ja? Mhm. Kommst du dann gleich? Okay, bis gleich. Badeschaum für Wolkenschäfchen. Klingt doch perfekt. Dann haben wir jetzt neuerdings Luxus im Badezimmer. Juna, magst du was gucken auf Netflix? Ja! Yippie! Ja, okay, warte. Willst du das gucken? Ja. Eine Stunde 25, aber du kannst nicht zu Ende gucken, ja? Warum nicht? Weil du nicht eine Stunde 25 in der Wanne bist. Viel Spaß! Viel Spaß! Zurück in mein Büro, weil ich einfach... Oh, meine Güte, ist das eng. Einfach gerade jetzt die Zeit dazu habe. Oh nein, es ist gebrochen! Oh nein, das sollte ein Kaktus werden. Das ist aber ein Kaktus ohne Arme. Er ist auch gebrochen. Warum bricht denn jetzt alles? Oh Mann, oh! Komplett alles Einzelteile. Boah, aber man sieht es nicht richtig. Eine schöne rosane Blume. Hallo, Babyboy. Was mit Papa einkaufen? Baby. Mama, machen wir? Baby. Hast du Hunger?
ist das kein Fußball eigentlich. Das ist nicht bäh, das ist voll lecker. Ja? Schmeckt es gut? Was hast du da gemacht? Ja, wo kommt das alles her? Willst du auch noch was vom Gulasch? Zähneputzen muss ein jedes gern. Zahle auch Zähne putzen? Willst du auch Zähne putzen? Oh, ja. Ja? Mama, hol ich. Adi, du machst doch den Ding so. Klein. Was denn? Die haben wir doch geschenkt bekommen. Klein. Flugzeug. Ja. Perfekte Reisegröße. Super! Prima, guck wie bei der Juna. Nuna, genau. Nochmal Lulu machen gehen? Nochmal Lulu? Na denn los? Und hopp. iPad aus. Danke, Mama. Wofür? Gar nichts. Gern geschehen. Herr Spot, die ist schon zurück. Hallo Spot. Toni dauert immer lange. Er ist schon da. Oh, gar nicht. Schlaf gut. Bis morgen. Okay. Du kannst morgen eine Stunde länger schlafen. Nutz das. Willst du noch eine Toni-Figur hören? Heute darfst du eine Toni-Figur hören. Was morgen eine Stunde später. Warte. Können wir bald mal neue Hörpausen? Vielleicht bringt der Osterhase ja neue. Aber habe ich nicht gesagt, du sollst heute das Regal mal aufräumen? Habe ich doch schon. Nee. Aber es sieht immer so unordentlich aus. Lauter. Nein, es ist zu. So super. Hab dich lieb. Ich auch. Nacht. Was? Ja, Mama. Was? Was hast du da? Was ist das? Das ist ein Ball? Sag mal, Mama. Mama. Papa. Papa. Apfel. Apfel. Banane. Banane. So, ich gehe jetzt wieder ins Büro, noch ein bisschen was machen. Ich muss noch ein bisschen was schnibbeln, vorbereiten für morgen. Und ich würde gerne Kerzen auch noch mal ein bisschen machen. Hast du jetzt einen Ball? A Bay? Da. Dankeschön. So. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mein Papa ist heute spontan vormittags gekommen. Und somit fehlen mir einfach so 3 Stunden an Arbeitszeit. Jetzt muss ich gucken, wann ich das hinkriege oder wie ich das am besten hinkriege. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ich habe keine Ahnung, was ich zuerst machen soll. Tassendesign. Tassendesign, dann kann das nämlich bestellt werden. Für mich beobachtet, ich mache kurz die Kamera aus. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Die Kinder sind jetzt schon alle außer Haus. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 8.30 Uhr oder so. Ich habe gestern nicht mehr weitergedreht. Ich bin aber auch ehrlich gesagt eine Stunde später, nachdem ich die Kamera abgelegt habe, ins Bett gegangen, weil ich irgendwie manchmal ist mein Kopf so extrem voll mit so viel Sachen, die ich erledigen muss, dass einfach gar nichts mehr funktioniert. Und das war irgendwie gestern der Fall. Ich habe nur 3 Tassendesign für Glitzer am Kopf. Richtig geile Sprüche. Richtig provokant. Die werden so knallen. Und danach bin ich aber wirklich halt ins Bett gegangen. Da ging gar nichts mehr. Mal gucken, was ich als nächstes drehe oder wann ich das nächste Mal drehe. Am Sonntag kommt auf jeden Fall ein Motivations-Mindset-Video online. Ja. Gut, jetzt beende ich aber wirklich mein Video. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag oder Nacht, je nachdem, wann ihr das Video seht. Oh, das ist noch ein Satz von damals. Und dann bis zum nächsten Mal. Eure Anne Wünsche. Ciao, Kakao.